Ja, hallo meine Lieben. Freut euch auch so über das schöne Wetter draußen. Farbe habe ich immer noch nicht gekriegt. Aber wie gesagt, bräunt auch im Keller, bräunt auch Gamer. Meine sinnvolle Produktplatzierung. Ja, ich sehe vor allem auch auf Instagram, dass euch das Projekt gefällt. Hier nochmal an euch, nutzt Instagram wirklich, dort erfahrt ihr unsere Streaming-Termine. Die sind immer freitags zwischen 18 und 20 Uhr auf Twitch. Weil wir im Moment noch keine Community-Beiträge schalten können, das wird jetzt aber kommen, die nächste Zeit. Dann können wir es auch da reinschreiben für euch. Und ja, wir spielen heute I'm on Salvation Duty 2, immer noch Timothy's Revenge, wer auch immer Timothy ist. Und wir besuchen heute das House of the Past. Noch nicht reingeguckt. Ich gehe wieder vollkommen blind rein. Ich habe mir angewöhnt, bei den Spielen die Facecam in Grau zu halten, weil ich eh alles so dunkel machen muss, weil man das sonst so schlecht sieht. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt in dieses Projekt und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja noch den dritten Teil. Den habe ich auch noch überhaupt nicht angefasst. Ich gehe hier wirklich vollkommen blind rein und entschuldige, dass ich in letzter Zeit meistens ungeschminkt bin. Aber wenn es so warm ist, trage ich nicht gerne Make-up. Ist einfach so. Ich denke, der Anblick ist zu ertragen. Wird gleich eh schwarz-weiß. Also, rein da ins Haus und ja, das Cursed House war ja ziemlich schwierig. Also da blicke ich noch nicht so durch. Aber wir arbeiten uns jetzt erstmal weiter. Viel Spaß. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Wir freuen uns auf euch. Schreibt vor allem auch Kommentare. Ihr seid gar nicht so die großen Kommentarschreiber und so. Macht es einfach. Stellt uns Fragen. Ihr könnt auch Anregungen zu Spielen schreiben. Oder auch hier, was ihr gesehen habt in den Videos, was mir nicht aufgefallen ist. Wir freuen uns über Kommunikation mit euch, weil wir möchten euch auch einfach gerne kennenlernen und wissen, wer ihr seid. Und wer das nicht öffentlich möchte, wie gesagt, nutzt unseren Instagram. Link ist da oben im Kanalbanner und auch, glaube ich, unten in der Videoinformation. Da könnt ihr uns jederzeit anschreiben, fragen, was ihr wollt. Also, jetzt geht's weiter. Gräusliche Musik bleibt uns nie erspart, ne? House of the Past. This game has a secret. Das habe ich dann wohl noch nicht entdeckt. So wie es ausschaut. Ach du Scheiße, was ist das denn? Welcome to your new job. Ja, schönen Dank auch. Was ist für eine Messi-Bude? Nee, ich bin darauf nicht vorbereitet gewesen. Spot Anomalies. Send Reports. Ja. Good luck. Sehr witzig. Wie soll ich denn bei diesem... Ja, bei diesem Durcheinander... Ja, klar. Irgendetwas sehen. Das ist doch wohl ein Witz. Hier liegt überall Müll rum. Also ganz, wer auch immer hier wohnt, sollte mit seinem Problem einfach leben oder ausziehen. Wie kann der denn wissen bei der Unordnung, ob sich da irgendwas verändert? Da liegen zwei Bananen. Eine Flasche. Ja. Da hat was geatmet gerade. Da ist noch Wasser in der Wanne. Also ich bin der Meinung, dass das hier echt... Moment. Nee. Wie, outside? Ach so. Das ist, ach so, ja, okay. Storage. Ist das Bild noch schiefer als vorher? War es vorher etwas gerader? Ich habe keine Ahnung. Wow. Ich hoffe, wenn... Ich kann hier nicht eine Einstellung vornehmen. Also ich hoffe, wenn YouTube da drüber gematscht hat, ja, dass hier, dass ihr noch irgendwas erkennt. War das vorher auch da oder war das nur in dem anderen Raum?
Also das ist ja echt Schrank, der Monitor. Ja, hello. Also auch durch diese Bildstörung, ne? Ist das natürlich Storage. Gehen wir einfach mal auf Painting Anomalie, weil mehr kann ja hier fast nicht passieren, wahrscheinlich. Naja, es ist wieder ein Dazulernen. War das Bild vorher anders? Ich weiß es nicht. Living. Das ist echt hardcore. Also. Ja, was ist das jetzt? Toilette? Was ist das? Ghost. Ich gehe mal auf Ghost, weil. Oh, sei ruhig, ey. Halt die Klappe. Ghost oder Intruder? Man weiß es nicht so genau. Okay. Es war ein Geist. Was machen wir hier mal? Living Room. Extra Object. Der Gulli war wahrscheinlich vorher schon da, ne? Habe ich wieder nur nicht wahrgenommen. Meine Fresse. Also hier sind zwei große Gesichter, dann werden sie kleiner. Vielleicht kann man sich das. Das in der Mitte ist. Das ist ein Stuhl. Okay. Vielleicht kann man sich das irgendwie merken. Auf dem Monitor hat sich nichts verändert. Der Mülleimer da? Hat das vorher schon so geblinkt? Ich weiß es nicht. Bedroom. Floor Walls. Was? Ah, Floor Walls Movement. Oh, okay. Optik, muss schwingen. Painting Anomalie. Ja. Weiß nicht, vielleicht ist es da im Mülleimer so ein Geisterriss. Oder es ist einfach nur. Keine Ahnung. Boah, da kriegst du ja Augenkrebs bei. Okay. Das ist outside und das ist ein. Das ging ja schnell. Gut, das haben wir wenigstens entdeckt. Also Wände können sich hier auch bewegen. Okay. Das haben wir jetzt gesehen. Ich würde mir gerne die Zeit nehmen, mir das da unten nochmal anzugucken. Was ist hier? Körper, Kamera, viel funktioniert. Okay, Türen. Floorwalls Movement, ja. Wo ist wahrscheinlich. Okay, gut. Okay. Aber das ist natürlich echt. Also, das ist ja schlimmer als das Haus, was wir letztes Mal gespielt haben. Object, Object. Growth? Nee. Object Movement. Da. Wir hatten wieder gemacht im Hintergrund. Also hier werde ich komplett abkacken. Definitiv. Ja.
Und 2 von 6 habe ich gefunden. Übrigens nochmal. Wir lernen ja, ne? Ist ja wieder ein Lerndings. Ja, lass mich in Ruhe. Es wäre eine bessere Kamera zur Verfügung gestellt. Das wäre sinnvoller gewesen als das dunkle Buch. 4 Flaschen. Da steht eine Cola. Da ist ein Bild, was nur dunkel ist. Wow. 3 Flaschen in einer Reihe. Ich finde die Spielreihe echt super interessant. Also muss ich wirklich sagen. Sich das Bild geändert? Ich weiß es doch nicht. Wahrscheinlich nicht. Da liegt dieser Aktenkoffer. Lag der Stuhl vorher schon? Wahrscheinlich, so wie es hier aussieht, ne? Behauptet jetzt mal. Was ist das für ein Geräusch immer? War das auch vorher? Da liegt ein Schnitzel. Dieses Haus ist die reinste Katastrophe. Wirklich, wie soll man denn? Schreibt fleißig in die Kommentare, bitte. Das hilft mir ungemein, ja? Eure Hilfe ist hier. War das Bild da vorher drauf? Eure Hilfe ist hier wirklich gefragt. Ich lerne dadurch extrem viel. Und ihr seht mit Sicherheit Dinge, die ich nicht sehe. Das ist einfach so, wenn man als Außenstehender guckt, stellst du einfach viel schneller Dinge fest. Als wenn man hier selber so fixiert ist auf dieses Game. War das Türmchen vorher schon da? Wäre das jetzt extra objekt oder ich weiß nicht. Gut, also mir war es kein Extra-Objekt. Das kann ja durchaus was anderes gewesen sein. Also Wände haben sich bis dato nicht bewegt. Die Pflanze war wahrscheinlich auch schon vorher da, ne? Meine Augen, ey. Der Hammer passt eigentlich eher ins Bild, also wenn das nicht so offensichtlich ist wie das Schnitzel eben, ist das echt schwer.
Weil, ja, wie gesagt, oder der Geist hier vorhin, weil so viel Chaos, ja, über das Flimmern kann man irgendwann hinweggucken, tatsächlich. Okay, ich gehe jetzt einfach mal Bedroom. Object Movement. Einfach auf gut Glück jetzt. Hier könnte auch sein mit den Büchern, da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Das ist echt hardcore. Dem PC ist auch nichts zu sehen. Da! Die Tasche hat sich bewegt. Die stand da vorher nicht. Auf zu motzen. Ja, ich weiß. Ich habe gerade was entdeckt. Auf zu meckern. Im anderen Raum verwechselt. Na gut. Oh, hier. Outside. Hier. Also das, was am offensichtlichsten ist. Der Stuhl könnte sich bewegt haben. Mach. Irgendwas wieder. Also das sind die gleichen Geräusche wie in den anderen Spielen. Also da würde ich jetzt nichts drauf geben. Die Flasche war die vorher schon da. Toilet. Okay, also der Stuhl war es nicht, das war es nicht. Das war das Ding vorher auch im Mülleimer. Ja, was nimmt man da jetzt? Check Movement. Schmeißt du doch nochmal einen Schnitzel oder so hin. Das wäre einfacher. Dem fehlt der Kopf. Also nur mal so. Das war jetzt auch recht offensichtlich. Dafür brauche ich jetzt kein Geisterprofi sein. Okay. Die Wände hier dichter gekommen, ich glaube nicht. Toilette, ich suche mal nach Bathroom. Okay, gleich ist es vorbei. Es ist 1:49 Uhr. Ich habe mit Sicherheit sich die Wände doch bewegt? Ich weiß es nicht. Drei von sieben. Probieren es nochmal. Eine Runde machen wir noch. Vielleicht auch noch zwei. Mal gucken. Das ist ja schon, macht ja irgendwie ein bisschen süchtig. Ja, halt die Klappe da oben, nerv mich nicht. Ja. Danke.
Ganz toller Job. Okay, hier liegt die Tasche. Da! Ach, ich habe Movement genommen. Es war doch ein extra Object. Es war es richtig mit der Tasche. Seht ihr? Da steht eine Flasche. Die war jetzt auch verschwunden. Okay. Gut. Also die Tasche und die Flasche da. Flasche war weg und Tasche war hinzugekommen. Okay. War trotzdem nur zwei mehr. Da. Okay. Hier stehen vier Sachen. Und da ist die große Flasche. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass sich direkt vor meiner Nase was bewegt hat. Aber das muss ja auch nicht sein. Zwei Stühle, drei Kisten. Ich glaube, die Flasche war weg. Deshalb war ich der Meinung, in dem Raum hat sich was bewegt. Was ist das da eigentlich? Keine Ahnung. Noch nichts. Noch gar nichts. Es ist auch irgendwie gruselig, dass so gar kein Sound in diesem Spiel ist, ne? So. Also für euch habe ich wahrscheinlich ein bisschen Lulu drunter gelegt, weil das sonst echt öde ist, aber. Da. Der ist doch neu. Der war da vorher nicht. Okay. Oh, eine Sache haben wir schon gefunden. Okay. Klorollen da. Wie soll man sich das denn merken? Bilder, bis jetzt die Bücher, da hat sich bis jetzt nichts verändert. Und gut, hier ist ja immer die Wahrscheinlichkeit, ne, von Object Movement. Flasche ist noch da. Stand die auch vorher da? Ich weiß es nicht. Nee, nicht richtig. Schade. Es ist echt. Nee, zwei Stühle ist richtig. Flasche? Doch, die war aber, glaube ich, da. Hier und da. Na gut. Wir werden es sehen. Es passiert ja nichts, wenn man zu viel anklickt. Also, das ist nicht schlimm. Es juckt. Ne? War nicht richtig. Okay. Bilder sind gleich. Hier was jetzt. Nee. Mann. Stocker. Nee. Oder? Nee, da hat sich nichts geändert. Sah nur so aus, glaube ich. Durch das Flackern.
Ist noch alles soweit da? Nee, er hat sich auch nicht. Okay. Oh! Der Spiegel hat gewackelt. Mein Gott. Und ich war live dabei. Wahnsinn. Schmeiß mir doch das Schnitzel nochmal irgendwo hin. Das erkenne ich doch wenigstens. Hm? Das Schnitzel erkenne ich wenigstens. Mein Gott. Augenkrebs on fleek. Es ist aber auch wirklich, also das finde ich jetzt, was auch immer es gerade hier passiert. Floor Walls Movement. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, dass das das ist. Ich wüsste sonst nicht, was es sonst sein könnte. Danke. Siehst du? Schenkt mir doch offensichtlichere Dinge. Damit komme ich auch klar. Oder hier wieder so ein zerstückelten Körper oder was weiß ich denn. Komm wieder, Standardmethode. Könnte sogar sein, die Flasche hier vorne. Oder ist neu, also neues Objekt. Nee, probieren wir es dazu nochmal. Einfach auf mit Glück. Gut, die Aktentasche taucht hier jetzt nicht mehr auf. Die Bierflasche ist auch noch da. Beide Bananen. Ja! Es war aber nicht die Flasche. Oh! Gut, das war Glück. War nicht die Flasche. Na gut. Es ist schon cool, dass die in ihrer eigenen Spielreihe da so große Unterschiede gemacht haben. Das hier wird jetzt bestimmt nicht meine Lieblingskarte, aber es ist wirklich faszinierend und man trainiert mal ein bisschen sein Gehirn. Da. Jetzt hat sich das Bild verändert. Würde ich jetzt sonst was drauf schwören. Das sah doch vorher anders aus. Ja. Ich weiß es doch nicht. Living Room. Wieder hier. Nein. Extra. Bitte. Hier was? Nein, nein, nein. Das ist der Raum, den ich irgendwie am besten auf dem Schirm habe. Ich weiß auch nicht. Keine Geister bis jetzt. Keine komischen Körper. Nee, das war nicht richtig. Okay. Keine komischen Körper, die hier irgendwo rumliegen. Kopf, der mir entgegengerollt kommt. Könnte man ja auch mal machen. Also, das ist ja echt noch schlimmer als das davor. Also, hier erbringe ich ja auch wirklich so wie gar keine Leistung, muss man jetzt echt mal sagen.
Und wenn dann eher aus Glückssache heraus und nicht aus Können. Das auch ehrlicherweise mal zugeben. Nee, okay. Gib mir doch was Offensichtliches, bitte. Die wackeln nochmal oder keine Ahnung. Das ist Wasser raus aus der Wanne. Das wäre auch cool. Das kann ich mir merken. Dass sich hier so gar nichts tut in diesem Raum. Oder ich erkenne es einfach nur nicht. Aber sich so viele Kleinteile zu merken, die auch so keinen Bezug haben, ne? So wie in der Runde, die wir davor gespielt haben, dass du es im Regal, ja, ich weiß, im Regal Sachen zu stehen hast oder so. Wo du sich ein Bild ergibt, ne? Aber das hier ist ja die reinste Katastrophe. Das ergibt ja kein Bild. Das ist ja einfach nur ein heilloses Durcheinander. Mehr nicht. Wer atmet? Atme nicht. Will ja nicht mehr ins Ohr. Kann ich leiden. Okay, wir haben uns eine Runde machen wir noch und dann mache ich Schluss für heute. Und da werden wir uns als nächstes dann dem dritten Teil mal wenden. Ich glaube, da ist. Also da läuft man rum, wenn ich mich nicht irre. So, free room. Da bin ich echt mal gespannt. Nee, das ist alles da. Okay. Wackel. Dann wackel nicht. Bin echt mal gespannt, was ihr alles seht, was ich nicht gesehen habe. Da bin ich wirklich. Da! Die Küchentür. Da bin ich echt mal gespannt. Da. Da bin ich wirklich neugierig drauf. Ich werde hinterher da sitzen und denken, oh ja. Dieses Liederbuch irritiert mich jedes Mal, dabei ist das absoluter Blödsinn, das war schon vorher da. Oh, das hat den Raum gewechselt. Nee, es liegt hier noch. Tut sich mal hier was bei euch? Oder? Nee. Teilnahmslos. Das ist eigentlich hier so ein See im Sumpf, also so ein Sumpf oder so, keine Ahnung. Gibt es so Bezugspunkte, hier sind Schienen drauf, die man sich so merken kann, aber. Wenn jemand auf dem Bild mal zuzwinkert, sehe ich das bei der Pixelei überhaupt nicht. Ist auch, wenn man stand, dass man keinen Anhaltspunkt hat, wie viel man auch finden muss. Aber auf der anderen Seite ist das eben bei diesen Games echt cool, weil, schon wieder, ne? Ja.
weil du musst es eben selber rausfinden. Ich weiß, ich kann dir nie sagen, was vorher drauf war. Es ist dann nur, dass man so raufguckt und denkt, oh ja, könnte. Da habe ich mich diesmal auch geirrt. Nee, richtig. War da vorher, ich weiß nicht. Sieht so anders aus. Oh, das ist gewachsen. Vielleicht stand da vorher was Kleineres. Das weiß ich jetzt gar nicht. Es kam mir eben nur komisch vor. Wenn nicht, probieren wir das jetzt gleich nochmal. Ja, das hier wird irgendwie dunkler und in der Mitte heller. Nee, okay. Trotzdem bin ich der Meinung, da hat sich was verändert. Aber ich kann mich auch komplett irren. Also, ich weiß, da standen vier Sachen, aber das kommt mir jetzt so komisch vor. Okay. Da. Das hat sich verändert, würde ich sagen. Das macht mich wahnsinnig da. Es fällt mir aus. Ah ja, gut. Das fällt mir aus irgendeinem Grund, fällt mir das so auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wieso. Letzter Versuch. Tut ja nicht weh. Ist die Flasche größer als die anderen vorher waren? Es kann aber auch einfach eine durch die Kameraperspektive. Wir probieren es einfach. Ist Ruhe bei euch oder? Ja. Hatte damit nichts. Jetzt aber. Das würde ich immer sagen. Also entweder moving oder extra. Weiß ich jetzt nicht. Werden wir gleich sehen. Muss gleich mal gucken, was ich jetzt gewählt hatte. Weil das da und das. Ja, okay. Dann ist es moving. Weil die Sachen sich darüber bewegt haben. Ich weiß aber nicht, wo das jetzt vorher stand. Keine Ahnung. Klappe da. Wird nicht rumgeüben. Ist nicht. Es geht. Es geht aber echt auf die Augen, ne? Ah, die haben getauscht. Okay, also war an dem hier doch nichts falsch. Gut. So findet man es raus. Klassiker. Könnte ich jetzt nicht mehr beschwören, ob die Flaschen vorher kleiner waren, größer waren, woanders standen. Ich habe keine Ahnung. Komm, gib mir noch irgendwas, was Offensichtliches, bitte.
Bitte, 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 bitte. Moment. Ja, das war richtig. Wow. Muss auch mal Glück haben. Du warst aber schon immer so groß, ne? Wahrscheinlich. In dem Raum kann man sich immer und ständig was bewegen. Ne, da war nichts. Okay. Schnitzel. Ich will das Schnitzel. Nu, 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 nu. Sich der Stuhl bewegt. Ich weiß es nicht. Ne, kann auch Einbildung sein. Dass es nicht der Stuhl war. So, hier ist alles beim Alten. Hier auch. Okay, der Stuhl hat sich nicht bewegt. In der Küche komme ich irgendwie am ehesten klar, glaube ich. Und hier draußen bis jetzt. Und hier. So arbeitet man sich vorwärts, ja, von Runde zu Runde. Das ist einfach nur ein Lerneffekt. Weil ich das hier wirklich bis jetzt am schwierigsten oder sagen wir mal am anstrengendsten finde. Irgendwas sieht hier anders aus. Wir machen das nochmal. Irgendwas, ich weiß nicht. Ja, ja, ich weiß. Es wird aber nie. Okay. Outside. Intruder? Ich weiß nicht, ob man da drauf bleiben sollte. Mach Intruder draus, bitte. Bitte. Gott sei Dank. Oh, ich bin ein bisschen erschrocken. Okay, Bild? Nee, ist, glaube ich, gleich geblieben. Wenigstens hatte er seinen Kopf noch. Sich der Stuhl bewegt. Sieht komisch aus. Na, wo ist es denn? Ich glaube nicht, aber manchmal guckt man einfach hin und denkt, irgendwas sieht halt komisch aus und man weiß nicht was. Nee, okay. Das ist alles beim Alten. Es sah auch vorher schon so aus, glaube ich. Ist hier was verschwunden? Okay. Oh! Da schwebt der Fernseher. Oder was es ist. Keine Ahnung. Es schwebt halt. Rettet mich das noch? 2,35? Ja, könnte. Okay, könnte sein, dass mich das noch rettet. Aber hier werden zig Millionen Dinge sein, die ich eben nicht entdeckt habe. Also daher werden wir hier jetzt auch nicht viel weiterkommen. Ist einfach so. Ich mache einfach jetzt hier nochmal auf, just for fun. Das ist ja das, was in dem Raum hier
als am ehesten zutrifft. Der Fernseher da unten. Stand der vorher da? Wahrscheinlich. Bei den Ansammlungen an. Da fehlt eine Dose. Da fehlt eine Dose. Los, komm, 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 komm. Jetzt versau's mir nicht. Ich will das noch haben. Living Room. Das war sogar richtig. Moment. Living Room. Und, okay, komm zurück. Ja! Meine Fresse! Das war richtig. Cool. Klappe. Flaschen sind nicht gewachsen, oder? Jetzt mal wieder? Nee, jetzt müssen sie alle ungefähr gleich groß. Komm, lass mich noch was finden. Im Moment lief es ja ganz gut. Meine Verhältnisse. Ja. Komm, ich habe noch was gefunden. Mach mir jetzt keinen Stau! Komm, 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 komm. Ich seh's ja, ich seh's ja. Los, mach schneller. Kittchen. So. Wie auf dem Bild bewegt. Wie auf der an. Ich war auf der anderen Seite. Nee, war sie nicht. Da. Das Bild. Okay. Aber hier haben wir es. Das Schnitzel und die Aktentasche könnten noch mal kommen. Das würde mich noch retten. Nee, die steht auf der linken Seite, okay. Das war richtig, okay. Da. Hier ist die Aktentasche. Kittchen. Extra Object. Okay. Irgendwelche Leichen im Hinterhof. Okay. Wir werden es trotzdem nicht schaffen. Ich hasse es, wenn es poltert. Aber diese Geräusche sind wirklich absolut rein. Was ist denn das? Kittchen? Kittchen? Intruder? Oder, Intruder oder Ghost? Ich weiß es immer nicht so genau. Intruder. Okay. Jetzt muss ich sagen, dass ich mich bei dem Part, glaube ich, bis jetzt am meisten erschrocken habe. Witzigerweise. Ich will mein Schnitzel. Irgendwas sah in dem Raum anders aus. Ich weiß nicht genau was, aber. Ah! Moment. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Komm, mach. Da. Ich glaube, das stimmt. Bist du gewachsen? Nee, ne? Du warst schon immer so groß. Ja,
auch richtig. Wahnsinn. Wie lange denn noch? Kann nie mehr. Oh. Du bist nicht gewachsen, ne? Nee. Gib mir noch was offensichtlich. Ja. Es hat geläutet. Oh. Kann mal jemand aufmachen? Weiß nicht, ob das vorher auch da im Mülleimer lag. Keine Ahnung. Der Hof und das hier sind. Okay. Okay. Bedroom, ich würde mal sagen, das ist a ghost. Ja. Mach ihn weg. Danke. Was soll denn das sein? Outside, ja. Und was ist das? Ghost? Optik Growth? Nee, das ist doch Licht. Ich würde mal sagen, das da ist es. Das ist jetzt, wie soll ich denn das einordnen? Was ist denn das? Door opening. Extra. Extra optisch. Scheiße, ey. Lass mich das nicht verkacken, nur weil ich nicht weiß, was das heißt. Oder was das ist. Das ist ja eine Tür. Da kommt Licht raus. Mist. Oh, das ärgert mich jetzt. Was ist das? Outside. Door opening, closing. Ja, okay, die Tür ist aufgegangen. Gut, dass es da jetzt herausscheint, ist vielleicht ist gar nicht das Problem. Das werden wir gleich sehen. Nein, nicht hello. Ja, okay. Open Closing, das war jetzt. Durch das Licht hatte das jetzt sehr irritiert. Hier was verschwunden aus dem Raum. Ach so. Nein. Klingel doch nicht bei mir. Wer kommt mich denn hier freiwillig besuchen in diesem. Oh, ist die Flasche da? Keine Ahnung. Nein! 16 von 20. Och Mann, ich habe noch nicht mal eine Warnung bekommen. Okay. Damit beenden wir heute einmal Observation Duty 2. Ja, Teil 3 werden wir uns auch noch angucken, natürlich. Ja, ich bedanke mich bei euch.
fürs Zuschauen. Das war echt cool. Und ja, wir werden uns auch an Teil 3 machen. Mit Sicherheit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.